dass ein armer Hirtenjunge einmal der König des Volkes Israel sein würde, ist eine fast unglaubliche Geschichte. Aber sie hat sich so zugetragen. David, du Faulenzer, steh endlich auf. Wie oft muss ich dich denn noch wecken? Oh ja, Vater. Ich komm ja schon. Nur noch einmal im warmen Bett herumdrehen und in das Kissen kuscheln. David, wenn du nicht sofort aus dem Bett kommst, wecke ich dich mit einem Eimer Wasser. Die Sonne ist schon aufgegangen. Dieser Nichtsnutz steht nicht auf. Na, warte, Bürschchen. Hilfe! Was war denn das? Das war mein Morgengruß. Bist du jetzt endlich wach, du Langschläfer? Ja. Und waschen muss ich mich wohl jetzt auch nicht mehr. Mach, dass du in die Küche kommst. Deine Milch wird kalt. Beeil dich ein bisschen. Die Schafe müssen auf die Weide. Warum denn immer ich? Kannst du nicht auch einmal einen meiner Brüder zu den Schafen schicken? Deine Brüder sind schon seit einer Stunde auf dem Feld. Sie ernten heute das Getreide. Das ist eine schwere Arbeit. Sie müssen den ganzen Tag in der prallen Sonne die Garben schneiden. Du hast es doch mit deiner Herde viel besser. Da hast du eigentlich auch wieder recht. Ich tue es ja auch gerne. Ach, nur so früh aufstehen, das macht mir halt keinen Spaß. Ich würde lieber morgens lange schlafen und abends unsere Schafe hüten. Nein, nein, mein Junge. Abends brauche ich keinen Schafshirten. Hier, trink deine Milch. Na ja, ist ja schon gut. Ich beeile mich ja schon. Hier habe ich dir dein Brot gerichtet. Pack es ein und nimm es mit. Aber vergiss es nicht wieder. Von frischer Luft allein kannst du nicht leben. Dann fange ich mir eben einen Bären und brate den. So siehst du aus. Sei froh, dass noch nie einer in der Nähe deiner Schafe war. Auf Wiedersehen, Vater. Bis heute Abend. Auf Wiedersehen, mein Junge. Und pass gut auf dich auf. Und auf die Schafe. Ein lieber Kerl, mein David. Nur ein bisschen verschlafen. Aber für einen Hirtenjungen ist er genau der Richtige. So klein wie er noch ist, tapfer und mutig ist er. Noch nie ist ihm ein Schaf gerissen worden. Er ist ein wirklich guter Hirte. Ach, ist das ein herrlicher Morgen. Das wird ein schöner Tag. Ich werde mir ein schattiges Plätzchen suchen, wo ich mich hinsetzen kann. Heute möchte ich unbedingt mit meiner Flöte fertig werden. Morgen, meine lieben Freunde, kommt raus. Wir ziehen jetzt los. Hm? Nicht so stürmisch. Eins nach dem anderen. Ihr dürft ja alle mit. Hey du, hierher. Wirst du wohl hierbleiben? Ich habe keine Lust, dir ständig nachzurennen. Alles zusammengeblieben und jetzt ziehen wir los. So, das ist eine schöne Gegend. Auf dieser saftigen Wiese findet ihr genug frisches Gras für den ganzen Tag. Und für mich gibt es dort drüben unter dem Baum ein angenehmes, schattiges Plätzchen. Da setze ich mich hin und schnitze an meiner Flöte weiter. Heute müsste ich doch eigentlich damit fertig werden. Ah, ja. Hier ist es sehr gemütlich. Da kann man es aushalten. Ja, fast so schön wie im Bett. Oje, 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 das klingt ja noch schaurig. Auf meiner Harfe zu Hause hört sich das aber viel besser an. Na, das ist schon etwas besser. Aber so richtig gefällt es mir noch nicht. Ich glaube, ich muss die Löcher noch etwas größer machen. Das hört sich doch gleich ganz anders an. Jetzt muss ich mir auch noch eine hübsche Melodie einfallen lassen. Ich muss noch ein bisschen üben, aber das wird schon, ich spüre es. Thank you.
Schäfchen. Hört mir doch mal zu. Klingt das nicht schön? Oh Gott, was ist denn das? Ein Wolf! Der Wolf will meine Schafe reißen. Wo ist denn mein Stock und Stein? Ich mache ein paar große Steine, aber schnell. Knurre nur, du Ungeheuer. Ich werde dir zeigen, was es heißt, meine Schafe anzukrallen. Verschwinde, du Mistvieh! Lass meine Schafe in Ruhe, sonst ziehe ich dir dein dreckiges Fell über die Ohren! So, ja, das dürfte wohl reichen. Ist euch nichts passiert? Dann ist ja gut. Ja, na, dann kann ich mich wieder unter meinen Baum setzen. Ich werde immer besser. Schade eigentlich, dass ich nur ein Hirtenjunge bin. Wie gern wäre ich doch ein Musikant, der bei reichen Fürsten und Königen am Hof zum Tanz aufspielt. Vielleicht sogar bei König Saul. Ich würde vor ihn hintreten und sagen, erlauchter König Saul, erlaubt mir bitte, dass ich euch eine schöne Melodie vortrage. Und dann würde ich eine tiefe Verbeugung machen. Er würde bestimmt Ja sagen und ich würde für ihn spielen. Von seinem Thron aufstehen, begeistert klatschen und rufen, habt ihr das gehört? Habt ihr gehört, wie schön David spielen kann? Er soll jetzt immer in meinem Palast leben und für uns spielen. Oh, das wäre wunderbar. David war aber nicht wirklich unzufrieden. Nur, wenn er den ganzen Tag über bei seinen Schafen saß, gingen ihm viele Gedanken durch den Kopf. Er hatte ja niemanden, mit dem er sich unterhalten konnte. Und so dachte er sich eben Geschichten aus. Die Sonne geht unter. Es wird langsam Zeit, dass ich meine Herde nach Hause treibe. Kommt, Schäfchen, es geht jetzt nach Hause in den Stall. Ihr habt jetzt genug gefressen und an der frischen Luft wart ihr auch lang genug. Ach, das war ein schöner Tag heute. Ich kann mir richtig vorstellen, wie wunderbar es wäre, wenn ich wirklich als Musikant am Hofe des Königs spielen dürfte. Ich hätte schöne Kleider, ein eigenes Haus, viele Diener, die mir gehorchen müssten. Meine Knechte könnte ich mit den Schafen losschicken und ich würde den ganzen Tag nur Musik machen. Da bist du ja, mein Junge. Ging alles gut da draußen? Ja, Vater. Nur einmal kam ein großer schwarzer Wolf, der wollte ein Schaf reißen. Aber ich habe ihn so verprügelt, dass er abgehauen ist. Das war sehr tapfer von dir, David. Ich bin sehr stolz auf dich. Mach weiter so. Und die Leute werden sagen, David können wir unsere Schafe anvertrauen. Er sorgt dafür, dass keinem etwas passiert. Ja, das wäre schön. So, jetzt gehen wir noch zum Brunnen. Dort könnt ihr ordentlich saufen. Dann geht's ab in den Stall. Ah, das schmeckt euch, nicht wahr? So, jetzt ist aber genug. Gute Nacht. Setz dich zu uns, David. Wir sind alle mit unserer Arbeit fertig. Jetzt wollen wir essen. Na, Brüderchen, wie war's denn bei den Schafen? Hast du gut geschlafen? Von wegen geschlafen. Ich habe die Herde gegen einen Wolf verteidigen müssen. Der wollte ein Schaf reißen. Ein Wolf? Bist du da auch ganz sicher? Oder hast du das vielleicht nur geträumt? Nichts habe ich geträumt, aber wirklich ein Wolf. Und ich habe ihn mit meinem Stock und mit Steinen verprügelt und vertrieben. Na, das war ja eine richtige Heldentat. Oh, Donnerwetter, Brüderchen. Hört doch endlich auf, Eliad. Nur weil du der Älteste bist, brauchst du dich noch lange nicht über mich lustig machen. Meine Arbeit ist jedenfalls gefährlicher als deine. Ehren schneiden kann jeder. Es sei denn, er ist so dumm, dass er sich in die Finger schneidet. Sehr gut, David. Da hast du es deinem Bruder zurückgegeben. Ich muss mir ja schließlich nicht alles gefallen lassen. Das Kleinste unter 7 Brüdern muss man sich eben durchsetzen können.
Da habe ich bei dir keine Sorgen. Aber sag mal, was ist eigentlich mit deiner Flöte? Ja. Hast du sie fertig? Ja. Soll ich euch etwas vorspielen? Das wäre schön. Komm. Lass doch mal hören. Wirklich gut, Kleiner. Das hast du sehr schön gemacht. Komm, gib mir die Hand. Wir vertragen uns wieder. Ich habe das vorher nicht böse gemeint. Schon gut, Eliad. Ich bin dir ja nicht böse. So, jetzt wollen wir aber essen. Gütiger Herr im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Du hast uns beschützt und du gibst uns zu essen und zu trinken. Dafür seist du gelobt. Sorge dafür, dass es uns auch morgen gut geht. Darum bitten wir dich. Guten Appetit, Kinder. Ich hoffe, es schmeckt euch. Oh, schmeckt sehr gut, Vater. Du bist ein hervorragender Koch. Du könntest sogar beim König kochen. Am nächsten Morgen zog David mit seinen Schafen wieder hinaus auf die Weiden. Los, los, ihr Lahmböcke. Ich möchte heute noch auf die Weide kommen. Pass auf, David, dass nicht wieder ein Wolf kommt. Nimm einen dicken Prügel mit. Und für alle Fälle das ganz lange Messer. Wozu das lange Messer? Das habe ich noch nie gebraucht. Nimm es trotzdem mit. Man kann nie wissen. Also gut, Vater, ich stecke es ein. Heute will ich ein bisschen auf meiner Harfe spielen. Ein Wolf rum? Mein Gott, das ist kein Wolf. Das ist ja ein riesiger Löwe. Was mache ich denn nun? Gegen einen Löwen habe ich noch nie gekämpft. Gott, steh mir bei. Das ist ja ein Riesenvieh. Aber ich habe keine Angst. Gott wird mir helfen. Nein, nein, lass das Schaf los, du Ungeheuer. Wirst du das Schaf loslassen? Lass mein Schaf los. Hilfe! Der Löwe reißt mein Schaf! Du feines Vieh! Ein wehrloses Schaf kannst du reißen, aber vor mir hast du Angst. Ja, los, wehr dich! Kämpfe gegen mich! Aber lass mein Schaf los! Ich habe keine Angst! Ich habe keine Angst! Ich weiß, dass Gott mich beschützt! Da! Da! Nimm das! Und das! Und das! Wo ist denn mein Messer? Ich habe nur das lange Messer dabei. Hilfe! Hilfe! Der Löwe greift mich an! Ach, da ist es ja! Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Der Löwe rührt sich nicht mehr. Er ist tot. Ich habe ihn besiegt. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich beschützt hast. Oh, mein Bein blutet. Aber jetzt muss ich mich zuerst um das verletzte Schaf kümmern. Komm her, du armes Ding. Oh je. Der Löwe hat dich aber böse zugerichtet. Ich werde deine Wunden versorgen. Siehst du, mit dieser Salbe streiche ich die Wunden ein. Wenn sie heilen und du wirst wieder ganz gesund. Und diese Blätter lege ich zum Schutz darüber. Das hilft dir bestimmt. So. Jetzt musst du mich um die anderen Tiere kümmern. Die sind hier alle davongelaufen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Kommt hierher, ich bin hier. Ich habe den Löwen besiegt. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Er kann euch nichts mehr tun. Kommt zurück. Kommt zurück. Ach, da kommt David ja endlich. Wo mag er nur so lange gewesen sein? Es wird doch schon dunkel. Na, endlich. Ich dachte schon, der übernachtet heute im Freien. Seht nur, er geht so langsam. Was ist nur los mit ihm? David, was ist mit dir? Wie siehst du denn aus? Deine Kleider sind ja völlig zerrissen. Und du blutest ja. Was ist passiert? Vater,
Ich habe gegen einen Löwen kämpfen müssen. Er ist in die Herde eingebrochen und hat ein Lamm gerissen. Und du hast mit dem Löwen gekämpft? Ja. Und ich habe ihn besiegt. Es war ein Riesenkerl. Und wenn ich das lange Messer nicht dabei gehabt hätte, hätte er mich wahrscheinlich getötet. Das ist ja furchtbar. Komm schnell herein, damit ich mich um dich kümmern kann. Du bist ja völlig zerkratzt und zerschunden. Eliad, du treibst die Schafe zum Brunnen und bringst sie dann in den Stall. Ja, ich kümmere mich darum. Das war die erste große Heldentat des kleinen David. Überall im Land sprach sich das sehr schnell herum. Der kleine David hatte einen riesigen Löwen zur Strecke gebracht. Die Menschen sprachen voll Bewunderung von ihm. Und manche sagten sogar, aus diesem David wird einmal ein ganz großer Mann. Gott hat ihn sicherlich auserwählt und wird einmal etwas ganz Besonderes aus ihm machen. Und damit hatten die Menschen recht. Denn David sollte eines Tages König des israelitischen Volkes werden. Und das kam so. Hallo? Ist hier jemand? Was gibt's? Was willst du? Bist du Jesse? Ja, der bin ich. Hast du 7 Söhne? Ja, ich habe 7 Söhne. Warum willst du das wissen? Dann lass uns ins Haus gehen. Ich will hier draußen nicht mit dir sprechen. Also gut, dann komm herein. Wer bist du? Ich bin Samuel. Gott schickt mich mit einer wichtigen Nachricht zu dir. Aber niemand darf davon etwas erfahren. Gott schickt dich zu mir? Wie habe ich diese Gnade verdient, dass Gott dich in mein Haus schickt? Ich bin doch nur ein armer Bauer. Was will Gott von mir, Sünder? Von dir direkt nichts. Es geht um deine Söhne. Um meine Söhne? Was will Gott von meinen Söhnen? Einer deiner Söhne soll König in Israel werden. König von Israel? Einer meiner Söhne? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber so. Gott hat mich extra zu dir geschickt, damit ich ihn zum König salbe. Und welcher soll es sein? Das weiß ich auch nicht. Gott wird ihn selbst auswählen. Aber wir haben doch einen König. Saul ist doch König in Israel. Gott ist nicht mehr zufrieden mit Saul. Er war ungehorsam gegenüber Gott. Deshalb kann er nicht länger König bleiben. Gott will einen Nachfolger für Saul bestimmen. Und das soll einer meiner Söhne sein? So hat es Gott beschlossen. Aber meine Söhne sind doch noch zu jung, um so eine Aufgabe zu übernehmen. Lass das ruhig Gottes Sache sein. Saul soll auch noch einige Zeit König bleiben. Aber sein Nachfolger soll schon jetzt ausgewählt werden. Wo sind deine Söhne, Jesse? Sie arbeiten auf dem Feld. Dann lass sie holen. Aber niemand darf erfahren, warum ich hier bin. Ich werde einen Knecht auf das Feld schicken und sie holen lassen. Hey, du da! Lauf schnell hinaus auf die Felder und suche meine Söhne. Sie sollen sofort nach Hause kommen. Wir haben einen wichtigen Besuch. Los, beeil dich. Der Knecht ist unterwegs. Darf ich dir etwas zu trinken anbieten? Du wirst doch nach dem langen Ritt durstig sein. Gerne. Gib mir bitte einen Becher Wasser. Wenn du noch ein Stück Brot hättest. Ich bin nämlich seit dem frühen Morgen unterwegs. Aber selbstverständlich. Hier, greif zu. Ich danke dir. Schon gut. Aber sag mal, wenn Saul erfährt, dass ein neuer König gesalbt wurde, wird er doch sehr wütend sein. Das lässt er sich doch sicher nicht gefallen. Deshalb darf ja auch niemand etwas davon erfahren. Das muss ein Geheimnis bleiben zwischen mir und deiner Familie. Wenn Saul etwas erfährt, ist dein Sohn ein toter Mann. Vater, du hast uns vom Feld rufen lassen. Was ist passiert? Setz dich, Eliad. Ich habe mit dir zu reden. Das ist Samuel. Gott hat ihn zu uns geschickt, weil einer von euch neuer König in Israel werden soll. Einer von uns?
soll König werden? Das kann doch nicht sein. Wir sind arme Bauern und keine Königssöhne. Sag das nicht. Gott hat es so beschlossen. Und wenn Gott sagt, dass einer von euch König wird, dann ist das auch so. Einer nach dem anderen kam vom Feld. Aber bei jedem, der in das Haus trat, sagte Gott nein. Samuel verstand überhaupt nichts mehr, denn es waren große und kräftige Söhne, die Jesse hatte. Als er schließlich alle gesehen hatte, fragte Samuel: Sind das alle deine Söhne? Nein, ich habe noch einen. Der ist draußen bei den Schafen. Es ist mein Jüngster. David heißt er. Lass ihn holen. Da schickte Jesse wieder einen Knecht los und ließ David von der Weide holen, wo er bei den Schafen saß. David! David! Du sollst sofort nach Hause kommen. Dein Vater hat Besuch. Der will dich sehen. Mich? Warum denn? Was gibt es denn? Ich weiß auch nicht. Dein Vater hat mich nur hergeschickt, damit ich dich hole. Und was ist mit den Schafen? Ah, die bleiben hier. Ich werde auf sie aufpassen, bis du zurückkommst. Ist gut, dann gehe ich. Störrischer Maulesel, willst du endlich weitergehen? Ich kann nicht den ganzen Tag mit dir vertrödeln. Los jetzt, du sturer Kerl. Ich muss nach Hause. Mein Vater wartet auf mich. Ah, nein, wie kann man denn nur so störrisch sein? Ist ja furchtbar. Wenn das so weitergeht, komme ich nie nach Hause. Halt die Klappe und geh endlich weiter. Ah, das ist ja zum Verrücktwerden. Dann lässt das eben bleiben. Dann gehe ich halt zu Fuß und du kannst hier bleiben. Guten Tag, Vater. Hier bin ich. Was gibt es denn? Gottes Stimme sagt mir, das ist er. Das ist der neue König des Volkes Israel. Kann mir mal jemand erklären, was hier eigentlich los ist? Was heißt das, der neue König? Hör zu, David. Ich bin Samuel. Gott hat mich geschickt, um in diesem Haus den neuen König des Volkes Israel zu salben. Gott hat dich auserwählt, weil du ein gläubiger Mensch bist. Eines Tages wirst du Nachfolger von König Saul werden. Und ich bin gekommen, um dich zu salben. Knie nieder, damit ich dir mit dem Öl den Kopf salben kann. Da kniete David nieder und Samuel ölte ihm den Kopf als Zeichen dafür, dass er eines Tages König über Gottes Volk sein solle. So spricht der Herr. Ich salbe dich zum König über mein Volk Israel. Was für ein schrecklicher Tag. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Ich habe so ein ungutes Gefühl, als ob heute noch etwas Unangenehmes geschehen würde. König Saul, draußen steht ein Mann, der dich sprechen will. Wer ist es? Er sagt, er sei Samuel. Samuel? Lass ihn herein. Vielleicht kann er meine Stimmung etwas heben. Mein König, kann ich dich sprechen? Du immer, Samuel. Wenn du nur keine schlechten Nachrichten bringst, die kann ich nämlich heute am allerwenigsten vertragen. Setz dich. Meine Nachricht ist aber nicht besonders gut. Das habe ich schon befürchtet. Also rede, was gibt es? Du erinnerst dich doch an die Schlacht gegen die Amalekiter. Damals hast du den Befehl Gottes missachtet und die Tiere der Amalekiter mit nach Hause genommen. Gott hat dir das nicht verziehen. Und er bereut noch immer, dass er dich zum König über sein Volk gemacht hat. Ja, ich weiß. Aber daran ist jetzt auch nichts mehr zu ändern. So ist es.
Das Einzige, was jetzt noch geändert wird, ist der König. Gott hat einen neuen König für sein Volk ausgesucht. Du wirst nur noch kurze Zeit König sein. Warum tut Gott mir das an? Nur wegen der paar Rinder und Schafe, die wir nach Hause gebracht haben. Nicht wegen der Tiere, sondern weil du dich seinem Befehl widersetzt hast. Du hättest niemals so ungehorsam gegen Gott sein dürfen. Das war eine schlimme Nachricht für Saul, denn er war gerne König. Er war reich und mächtig und die Menschen mussten ihm gehorchen. Das sollte jetzt alles vorbei sein? Er wollte es nicht glauben. Wenn ich wenigstens wüsste, wer mein Nachfolger sein soll, dann könnte ich ihn gefangen nehmen. Aber so? Es ist zum Verrücktwerden. Ich habe es ja geahnt, dieser Tag bringt nur Unheil. Aber auch die nächsten Tage waren nicht anders. Saul war so zornig und vergrämt, dass alle unter ihm zu leiden hatten. Er wurde ungerecht und griesgrämig. Bringt mir etwas zu essen. Ich habe Hunger. Das soll ein Essen sein? Das könnt ihr den Schwein geben, aber nicht eurem König. Bringt diesen elendigen Fraß hier weg. Bringt mir etwas zu trinken. Das schmeckt ja widerlich. Pfui Teufel, weg damit! Der König wird von Tag zu Tag unausstehlicher. Das Essen lässt er zurückgehen, die Getränke schmecken ihm nicht. Alles geht ihm zu langsam. Und am Schluss ist er mit allem unzufrieden. Wie soll das nur weitergehen? Ich weiß es auch nicht. Mich hat er heute Morgen hinausgeworfen, weil sein Königsmantel einen Fleck hatte. Als ob ich dafür verantwortlich wäre. Dann musste ich den Mantel sauber machen und ich schwöre dir, er war sauber. Aber als ich ihn zurückbrachte, hat er mich beschimpft, weil der Fleck immer noch drin sei. Dabei hat man nichts mehr gesehen. Wenn das so weitergeht, suche ich mir eine andere Stelle. Wenn ich nur wüsste, wie man ihn aufmuntern könnte. Wir könnten es mal mit Musik versuchen. Vielleicht beruhigt er sich, wenn er schöne Musik hört. Ich glaube nicht daran. Er ist ja so mürrisch, weil er weiß, dass er nicht mehr lange König ist. Das wird mit Musik auch nicht besser. Lass es uns wenigstens versuchen. Schaden kann es ja auf keinen Fall. Ich lasse es nicht zu, dass ein anderer König wird. Ich will König bleiben, mein Leben lang. Und nach mir soll mein Sohn König werden. Ich lasse mich nicht absetzen. Herr, wir möchten dir gerne helfen, dass du wieder fröhlich wirst. Wie wäre es mit Musik? 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 Was soll ich mit Musik? Ich will König bleiben und sonst nichts. Aber die Musik würde dir vielleicht helfen, deinen Schmerz zu vergessen. Von mir aus. Dann holt mir einen Musikanten. Aber wehe, wenn er nicht schön spielt. Dann lasse ich euch alle umbringen, mitsamt dem Musikanten. Wir müssen einen Boten nach Bethlehem schicken. Dort gibt es einen Hirtenjungen. Der spielt wunderbar Harfe und Flöte. Die Musik wird unserem König bestimmt gefallen. Das mache ich selbst. Ich gehe nach Bethlehem und hole den Hirtenjungen. Wie heißt er? David. Und er ist ein Sohn des Jesse. Ich werde ihn finden und herbringen. Wer ist da? Ich bin ein Diener des Königs. Lass mich rein. Was willst du von mir? Du hast doch einen Sohn, der David heißt. Stimmt das? Ja, aber was willst du von ihm? Bring ihn her. Ich muss ihn zum König bringen. Und was will der König von ihm? Das geht dich überhaupt nichts an. Wenn der König deinen Sohn sehen will, dann hast du keine Fragen zu stellen. Aber David ist nicht da. Er ist auf der Weide bei den Schafen. Dann lass ihn holen. In einer Stunde komme ich wieder. Dann muss er hier sein. Hast du mich verstanden? Ja. Mein Gott, das ist das Ende. Saul lässt David holen. Jetzt wird er ihn umbringen. Vater, was hast du?
Ach, Eliad, ich bin so unglücklich. Eben war ein Bote des Königs da. Der soll im Auftrag des Königs unseren David holen und in den Palast bringen. Um Gottes Willen, warum denn das? Das weiß ich auch nicht. Aber wenn der König herausbekommen hat, dass David eines Tages sein Nachfolger werden soll, müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Meinst du etwa, Saul will David umbringen lassen? Nach allem, was man in letzter Zeit über den König hört, ist es nicht auszuschließen. Was willst du tun? Du kannst doch deinen Sohn nicht diesem Tyrannen ausliefern. Natürlich nicht. Aber der Bote kommt in einer Stunde zurück, um David abzuholen. Ich gehe auf die Weide und warne David. Dann muss er weg von hier. Er soll fortgehen. Vielleicht entgeht er so diesem Saul. Ja, mein Junge, tu das. Und bring ihn auf keinen Fall nach Hause. Mein Gott, wenn du vorhattest, David zum König zu machen, dann darfst du ihn doch nicht diesem Saul ausliefern. Wer ist da? Ich bin es, der Diener des Königs. Mach die Tür auf. Ist dein Sohn David jetzt da? Noch nicht, aber er muss jeden Augenblick kommen. Ich habe meinen ältesten Sohn hinausgeschickt, damit er ihn holt. Setz dich so lange hin. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss heute Abend wieder im Palast sein. Und der König wartet nicht sehr gerne. Er ist seit einiger Zeit sehr ungeduldig. Gerade vor ein paar Tagen hat er einen Koch in den Kerker werfen lassen, weil das Essen nicht schnell genug auf dem Tisch war. Du kannst dir wohl vorstellen, wie schnell man bei ihm in Ungnade fällt. Ja, es scheint sehr gefährlich zu sein, dem König nicht zu gefallen. Gefährlich ist zu wenig. Es ist lebensgefährlich. Hör auf damit. Ich kann das nicht mehr mit anhören. Ah, ich höre etwas. Das wird dein Sohn wohl sein. Mein Gott, David, wie kommst du denn hierher? Eliad kam zu mir auf die Weide und hat mir erzählt, dass ein Bote des Königs hier ist, der mich zu Saul bringen will. Also bin ich gekommen. Aber wir hatten doch vereinbart, dass du fliehst. Du hättest niemals hierher kommen dürfen. Der König wird dich umbringen, weil er weiß, dass du sein Nachfolger werden sollst. Was habt ihr hier zu flüstern? Los, beeilt euch! Wir müssen in den Palast! Einen Augenblick noch. Ich möchte mich von meinem Sohn verabschieden. Wenn du vielleicht draußen so lange warten könntest? Nun gut, aber beeilt euch! Warum bist du denn zurückgekommen? Du kannst doch unmöglich zu Saul gehen. Das ist dein Tod. Gott hat mich als König auserwählt. Also wird er mich nicht von Saul töten lassen. Ich habe keine Angst und deshalb gehe ich mit. Vielleicht hast du recht, aber pass trotzdem gut auf dich auf. Hörst du? Ja, Vater, das verspreche ich dir. Mir wird schon nichts passieren. Ich vertraue mich Gott an. Leb wohl, mein Kind. Hoffentlich sehe ich dich bald wieder. Warum hat Gott dieses Unheil über mich gebracht? Warum lässt er mich nicht in Ruhe? Ich kann so nicht weiterleben. Diese Ungewissheit macht mich ganz krank. Der König hat wieder einen seiner zornigen Anfälle. Geh hinein zu ihm und spiele auf deiner Harfe. Vielleicht kann deine Musik ihn beruhigen. Hast du mich deshalb geholt, damit ich dem König auf meiner Harfe vorspiele? Ja, das war der Grund. Wir dachten, dass die Musik den König aus seiner Traurigkeit befreien kann. Wenn das so ist, will ich gern für ihn spielen. Was ist das? Woher kommt diese herrliche Musik? Das ist eine Wohltat für meine Ohren. Ich habe noch nie so schöne Musik gehört. Das bin ich, König Saul. Ich spiele für dich. Gefällt es dir? Wer bist du? Man nennt mich David. Ich bin der Sohn des Jesse aus Bethlehem. Du spielst sehr schön. Wer hat dir das Harfespielen beigebracht? Ich mir selbst. Ich bin Schafshirte. Und wenn man den ganzen Tag mit den Schafen auf dem Feld ist,
muss man sich doch mit irgendetwas beschäftigen. Und so habe ich begonnen, Harfe zu spielen. Das gefällt mir sehr gut. Kannst du auch noch ein anderes Instrument spielen? Gewiss, ich spiele auch Flöte. Diese Flöte hier, Herr, habe ich selbst geschnitzt. Sie klingt sehr schön. Soll ich dir eine Melodie darauf vorspielen? Lass hören, was du kannst. Sehr begabt. Deine Musik gefällt mir ausgezeichnet. Danke, König. Wenn du willst, spiele ich noch mehr für dich. Nur zu, David. Das tut mir gut. Ich fühle mich schon viel besser. Es hat geklappt. Die Idee mit der Musik war wohl doch das Richtige für unseren König. Hoffentlich hält es auch an. Dann würden die Zeiten für uns alle wieder ein bisschen besser. Ich will ein Fest feiern. Diener, geht los und ladet alle ein, die Rang und Namen im Land haben. Bringt das Beste, was es zu essen gibt. Es soll ein unvergessliches Fest werden. Und du, David, wirst für die Musik sorgen. Wir werden ein Fest feiern, von dem man noch in vielen Jahren im ganzen Land sprechen wird. Es geht ihm schon bedeutend besser. Fast schon wieder zu gut. Er wird wieder übermütig. Ich traue dem Frieden nicht so recht. Hey, ihr da, Diener! Was steht ihr noch herum? Beeilt euch! Bereitet das Fest vor! Meine lieben Gäste, ich hoffe, ihr fühlt euch wohl bei mir. Es soll euch an nichts fehlen. Ihr könnt essen und trinken, so viel ihr wollt. Es soll ein schönes Fest sein. Und wenn ihr nach Hause geht, sollt ihr noch lange an dieses Fest zurückdenken. Ist es nicht ein schönes Fest, das ich für euch gebe? Und jetzt möchte ich euch meinen Musikanten vorstellen. Komm hierher, David. Das ist David aus Bethlehem. Er ist der begabteste Musikant im ganzen Land. Gefällt euch seine Musik? Siehst du, David, nicht nur mir gefallen deine Melodien. Setz dich hin und spiele für uns auf deiner Flöte. Das ging einige Zeit so. Immer wenn Saul schlechte Laune hatte, kam David zu ihm in seinen Saal und spielte vor dem Königsthron, auf dem Saul in seinem Königsmantel saß. Einmal auf der Flöte, ein anderes Mal die Harfe. Und immer verflog die schlechte Laune des Königs. Unserem König geht es wieder richtig gut. Ich glaube, die Musik hat ihn von seiner Schwermut geheilt. Ja, das glaube ich auch. Er ist wieder so freundlich und ausgeglichen, wie er früher einmal war, nicht mehr so jähzornig und unberechenbar. Es scheint ihm auch überhaupt nichts mehr auszumachen, dass er eines Tages nicht mehr König sein wird. Er denkt nur dann nicht daran, wenn er die schönen Melodien hört, die David ihm vorspielt. Komm her, David. Setz dich hier neben mich. Spiel mir ein Lied auf deiner Harfe. Da
Das war eine sehr schöne Melodie, David. Ich möchte, dass du für immer in meinem Palast bleibst. Ich will dich dafür auch belohnen. Und deinem Vater werde ich wertvolle Geschenke schicken, damit er dich bei mir lässt. Wenn du das möchtest, König, bleibe ich gerne bei dir. Das soll aber nicht heißen, dass du den ganzen Tag Musik machen sollst. Ich möchte, dass du meinen Sohn Jonathan kennenlernst. Diener, hol mir den Jonathan. Vater, hast du mich rufen lassen? Ja, Jonathan. Komm her. Ich möchte, dass du David kennenlernst. Ich habe David schon gesehen. Es ist der Junge, der die schöne Musik für dich spielt. Ich freue mich, dass auch dir meine Musik gefällt. Ja, sie ist sehr schön. Aber kannst du noch etwas anderes, also auf der Harfe und der Flöte spielen? Was meinst du denn? Zum Beispiel mit Pfeil und Bogen schießen. Ja, nicht nur das. Ich kann auch ganz gut mit Speer und Schleuder umgehen. Das möchte ich sehen. Vater, erlaubst du, dass ich mit David hinausgehe? Ich möchte mit dem Bogenschießen und Speerwerfen üben. Ja, geht nur. Danke, Vater. Hier, nimm diesen Bogen. Es ist mein bester. Und jetzt ziehst du da drüben auf den Baum. Wer den Stamm trifft, soll Sieger sein. Und von wo aus schießen wir? Hier, von dieser Stelle aus. Ich stecke einen Ast in den Boden. Gib mir die Pfeile. Hier. Fantastisch. Du hast genau die Mitte des Stammes getroffen. Ich will sehen, ob ich auch so gut treffe. Hier. Und hier sind die Pfeile. Ja, du hast den Stamm auch genau in der Mitte getroffen. Wir sind beide gleich gut im Bogenschießen. Nur im Flötenspiel und auf der Harfe, da bist du besser als ich. Dafür gibt es bestimmt viele Dinge, die du besser kannst als ich. Jonathan und David wurden gute Freunde. Sie maßen fast täglich ihre Kräfte beim Bogenschießen und Speerwerfen. Wenn der König David nicht zum Musizieren bei sich haben wollte, waren die beiden Jungen ständig zusammen unterwegs. Es schien, als ob im Palast des Königs Saul wieder alles in Ordnung wäre. Aber da war noch immer die Ankündigung Gottes, dass Saul nicht mehr lange König sein würde. Solange David im Palast war, dachte Saul nicht darüber nach. Und David machte sich keine Gedanken darüber, weil es ihm bei Saul und Jonathan sehr gut ging. Er hatte einen guten Freund in Jonathan gefunden und Saul war sehr lieb zu ihm. Aber die schöne Zeit war nur von kurzer Dauer.